und willkommen zur aktuellen Folge. Wir möchten uns heute damit beschäftigen, wie wir Medienquellen bei OBS auswählen können und einbauen können und was so eigentlich diese Szenendarstellung soll und was wir damit Tolles anstellen können. Ich habe ein bisschen was vorbereitet. Ich habe zum Beispiel eine zweite Kamera da vorne irgendwo aufgestellt. Das heißt, wir gucken uns mal an, wie wir sozusagen verschiedene Szenen einbauen können. Ich habe natürlich eine Präsentation mitgebracht, die möchte ich erstmal zeigen. Also gebe ich meinen Bildschirm erstmal frei. So, genau. Also, heutiges Thema OBS Studio. Wir möchten uns angucken, wie geht das mit dem Medienwechseln und Medienszenen und wie bauen wir das Ganze entsprechend ein. Wieder als Wiederholung, warum eigentlich OBS Studio? Wir möchten das Ganze gerne Open Source. Wir möchten gerne eine Plattformunabhängigkeit haben. Das heißt, wir können das Ganze auf Windows, Apple und auf Linux-Systemen verwenden. Linux und Apple haben auch eine andere Funktionalität, aber prinzipiell sind die Funktionen dort auch da, haben vielleicht einen anderen Namen, aber trotzdem sollte das sehr gut dort auch nachvollziehbar sein. Und wir haben sehr viele umfangreiche Funktionen, deswegen haben wir auch im letzten Talk schon angeguckt, wie wir das eigentlich sozusagen mit verschiedenen anderen Sachen machen können, wie wir eine Kamera mit einem Greenscreen einbauen. Heute geht es eben, wie gesagt, um Medienquellen und den allgemeinen Szenenwechsel. Medienquellen könnten sein Video- oder Audiodateien. Wir können beim Einrichten der Medienquelle auch einstellen, dass sie in einer Endlosschleife stattfinden soll. Das heißt, wir können ein Video im Hintergrund einbauen, es durchlaufen lassen und wiederholen lassen oder eben ein Audio-Tonsignal die ganze Zeit in Endlosschleife laufen lassen. Das ist unsere freie Entscheidung. Woher bekomme ich solche Quellen? Beispielsweise von YouTube, da gibt es Möglichkeiten mit CC-Filtern nach Creative Commons Lizenzen zu suchen. Genau das gleiche bei Vimeo. Wir haben auch in Pixabay durchaus animierte Videos. Die sollte man darauf achten, dass dann eben die Lizenzen vor 2019 genutzt werden. Die sind meistens noch CC0. Danach kam die sogenannte Pixabay-Lizenz. Die ist nicht komplett uneingeschränkt frei nutzbar. Und viele andere Quellen. Wer mehr dazu wissen möchte, kann auch gerne bei meiner Kollegin Sonja gucken. Die hatte nämlich auch einen Talk gemacht, woher ich Audio- und Videoaufnahmen kriegen kann. Und was macht eigentlich ein Szenenwechsel genau aus? Im Prinzip genauso wie beim Fernsehen. Wir haben eine Kamera hier, eine Kamera dort, können das wechseln. Wir können auch bei OBS einstellen, ob das Bild, was die Kamera ausgibt, groß oder klein dargestellt wird. Das heißt, sozusagen mit einer Kamera arbeiten und sozusagen die Skalierung verändern. Wir können zwischen den Szenenwechseln auch Animationen einschalten. Gucken wir uns mal an, müssen wir nicht zwangsweise machen. Die Quellen sind komplett neu konfigurierbar. Das heißt, ich kann einmal mit einem Greenscreen arbeiten, einmal kann ich dann eben ein anderes Bild im Hintergrund einbauen. Ich kann die Szenenwechseln per Einstellungen verändern. Das heißt, ich kann dafür sorgen, dass der Szenenwechsel durch den Start einer Applikation genutzt wird oder auf Tastendruck gemacht wird. Und im Prinzip gucken wir uns das Ganze doch mal an. Also ich habe jetzt ein OBS, ich habe hier schon mal als Bild mein wunderbares Büro eingebaut. Nicht wundern, ich muss jetzt in der Bildschirmübertragung jetzt mein Video mal beenden, sonst können wir mit der Kamera gar nicht spielen. Aber gleich bin ich ja wieder da. Das heißt, erstmal füge ich eine Medienquelle ein. Wir gucken uns mal an, was haben wir so für Möglichkeiten. Erstmal eine Medienquelle könnte ich benennen, wie ich möchte. Und hier werde ich schon gefragt, möchte ich eine lokale Datei nutzen? Ja, in meinem Fall schon. Ihr könntet hier auch sozusagen Webseiten einbinden, sofern das eben gut funktioniert. Ich würde immer empfehlen, wenn ihr mit CC-lizenziertem Material arbeitet, ladet es euch einfach runter, packt hinterher eine Quellenliste rein. Dann suchen wir uns erstmal eine lokale Datei aus. Ich habe bei C-Audio schon ein paar Sachen reingeschmissen gehabt. Und hier habe ich mir beispielsweise von Pixabay, ich hoffe, ich finde das richtige Video, genau das Time-Video muss das sein, ein Video besorgt. Das sollte hoffentlich funktionieren. Das funktioniert natürlich gleich erstmal nicht, warum auch immer. Als in Downloads liegt, nicht in den
Das gleiche Video. Warum willst du nicht arbeiten? Ja, spannender Vorführeffekt. Wir bauen mal eine neue Szene auf. Fügen das da mal ein, weil gestern ging es. So, wir haben jetzt auch schon gesehen, wie man eine neue Szene anlegt. Einfach mit dem Pluszeichen hier unten eine neue Szene einbauen. Die heißt jetzt eben Szene 2, die hätte ich auch anders benennen können. Ich habe hier gleich eine neue Medienquelle eingebaut. Auch hier wieder lokale Datei. Warum auch immer die vorher nicht ging. Ich hoffe, sie geht jetzt. Ich will wetten, das hat was damit zu tun, dass wir gleichzeitig eine Videoübertragung haben. Das wäre ungünstig. Ha, da ist er. Gut. Also, ich schalte das Bild mal aus. Und wir haben sozusagen jetzt hier die Animation. Die kann ich jetzt erstmal groß skalieren. Und wir haben sozusagen jetzt das Video in Endlosschleife im Hintergrund laufen. Das könnte jetzt eben auch jedes andere Video sein. Achtet ein bisschen drauf, natürlich, wenn ihr das Endlosschleife nutzen wollt, dass es eben auch sozusagen aufgebaut ist, dass es eben in Endlosschleife funktioniert. Genauso gut kann ich jetzt aber sagen, ich blende einfach nur kurzzeitig ein Video ein, erkläre was dazu und habe dann sozusagen das sind die nächste Medienquelle. Hier könnte ich jetzt auch ohne Probleme meine Kamera mit einbauen, das heißt ein Videoaufnahmegerät. Hier werde ich gefragt, welche Kamera ich nutzen will. Hallo, da bin ich wieder. Und wie gesagt, ich habe jetzt auch eine zweite Kamera mit angeschlossen. Das wäre dann quasi die dort. Und das könnte ich jetzt quasi in dieser Szene einbauen. Das heißt, ich nehme jetzt quasi mein Kamerabild erstmal von vorne, könnte also was zu dem laufenden Video erklären. Und durch, ich habe auch schon gelernt, dass man einfach haken kann, dass das Zeug einfach hängen bleibt, da wo es sein soll, nämlich einfach in diesem Haken. Jetzt bleibt das erstmal da, wo es ist. Ich kann nicht mehr das Ding durch die Gegend schieben. Und jetzt kann ich die Kameraeinstellung quasi erstmal noch verändern, so wie ich es haben möchte. Mich größer, kleiner stellen, irgendwo die Ecke reinpacken und dann könnte ich sozusagen zu dem Video, was gerade im Hintergrund läuft, irgendwas erklären. Also ich könnte jetzt sagen, das ist eine Animation, da läuft jetzt gerade ein Graph durch, diesen Graphen könnte ich erläutern. Ich möchte dann aber irgendwann die Szene wechseln. Das heißt, ich baue mir eine zweite Szene auf. Da könnte ich jetzt sagen, okay, hier müsste ich so Informationsgraphen noch einbauen. Also ich könnte auch Bilder einfügen, entsprechend als Quelle hier oben ein Bild dranhängen. Und dann könnte ich ja sagen, okay, prinzipiell möchte ich jetzt die Kamera eben in einer anderen Skalierung haben. Das heißt, ich füge einfach sozusagen die gleiche Kamera nochmal hinzu. Ich habe das Problem, dass die Kamera da noch aktiv ist. Ja, ist wirklich anstrengend, wenn man mit Kameras arbeitet. Die Idee ist eigentlich, dass man sagt, okay, ich könnte hier vor allem mit verschiedenen Kameras von verschiedenen Geräten arbeiten. Windows ist da ein bisschen sehr, sehr unpässlich, was die Verwendung der Kamera angeht. Da bin ich wieder. So könnte ich hier mich jetzt in dieser Szene entsprechend größer skalieren und eben was anderes erklären. Wie gesagt, ich muss ja gar nicht mit großen Kameras arbeiten, aber sozusagen hier könnte ich sozusagen das umstellen. Oder wie gesagt, in meinem Fall, ich habe jetzt zwei Kameras angeschlossen. Könnte ich jetzt die Quelle einfach umschalten und die zweite Kamera nutzen, um ein anderes Szenenbild zu haben. Ich könnte im Hintergrund was anderes aufbauen, ein Whiteboard aufstellen, dazu was erklären und sozusagen kommentieren und hätte jetzt die Möglichkeit, da einen Szenenwechsel einzubauen. Szenenübergänge sind hier quasi vorgegeben als Schnitt oder Überblende. Im einfachsten Fall nehmt ihr euch einen Schnitt, das heißt, die Szene wechselt einfach von links nach rechts, also von 1 nach 2. Ich habe keinen großen Übergang. Ich könnte eine Überblende einbauen, das ist quasi eine Animation dahinter, die dauert dann 300 Millisekunden, das Bild läuft quasi einmal durch. Spielerei. Was ihr auf jeden Fall machen könnt und solltet, wäre in den Einstellungen zu gucken, dass hier in den Hotkeys hier Szene 1, Szene 2, die Szene wechseln als Hotkey festlegt, wenn ihr damit arbeiten wollt. Das heißt, ihr wollt irgendwas erklären, was vielleicht ohne die Kamera da ist. Ihr habt eine Übertragungsmöglichkeit im Hintergrund, ein Fenster beispielsweise, eine Präsentation, die im Fenster läuft. Ihr arbeitet die Präsentation durch, wollt eben dann dazu was als Video, als Input liefern, also in die Kamera sprechen. Dann macht ihr auf Tastendruck den Szenenwechsel, sprecht in die Kamera, macht wieder einen Tastendruck zurück. Das Bild wechselt wieder entsprechend auf die Präsentation. So könnt ihr damit arbeiten, ohne jetzt irgendwie jedes Mal in das Programm zu gehen und eure Darstellung zu vergrößern und zu verkleinern. Ich glaube, das ist nämlich das Hauptproblem, wenn man das macht, dass das irgendwann sehr hektisch wird. Ehrlich,
gesagt, von mir, ich arbeite sehr wenig mit mehreren Szenen, höchstens zwei Szenen, wirklich mit dem Kameraeinstellung 1 und entsprechend die Präsentation. Ich zeige auch nochmal kurz, dass ihr eben auch ein Fenster im Hintergrund einbauen könnt. Das heißt, okay, ihr könnt auch sagen, hier, ich möchte gar nicht das Video haben, sondern ich möchte eigentlich eine Fensteraufnahme im Hintergrund haben, wie beispielsweise meine Präsentation, die ja noch da ist. Das heißt, hier könnt ihr jetzt einfach die Präsentation im Hintergrund schalten. Ihr könnt dazu was erzählen und könnt dann im Szenenwechsel dafür sorgen, dass in der anderen Aufnahme das Videosignal dazu da ist. Das richte ich nochmal kurz ein. Also in Szene 2 ist jetzt die Fensteraufnahme. In Szene 1 richten wir die Kamera wieder ein und hätten hier die Möglichkeit, uns hier größer zu stellen und könnten dann sozusagen in dieser Szene das entsprechende, was in den Fensteraufnahmen gemacht wurde, kommentieren und sozusagen dadurch haben wir eine Möglichkeit, beides zu haben, die Möglichkeit, die Kamera zu verwenden und die Volldarstellung der Fensterdarstellung. Genau. Ich bin sehr gespannt, wie ihr das gerne für euch einsetzen wollt. Ich habe das beim Chaos Computer Club zum Beispiel schon mal gesehen. Da hatten sie sozusagen ein Medienzentrum eingerichtet, wo das OBS genutzt wurde, um verschiedene Kamerasignale zu verarbeiten und wie gesagt, wie im Fernsehen einen Schnitt zu machen. Das sah sehr gut aus, sehr professionell, war bestimmt gar nicht so einfach einzurichten. Ich finde das sehr, sehr umfangreich. Wie gesagt, für mich selber ist es höchstens mit zwei Szenen eigentlich schon getan, weil ich nicht mehr haben möchte, als in die Kamera zu reden und das zu erklären und danach eigentlich wieder in die Bildschirmpräsentation zu gehen, ohne dass ich viel hin und her klicken möchte. Weil das macht irgendwie mein Leben in dem Moment ein bisschen einfacher. Die Einstellmöglichkeiten, habe ich am Anfang gesagt, sind sehr umfangreich. Ihr habt viele Möglichkeiten, damit rumzuspaßen. Ich bin sehr gespannt, was ihr für Möglichkeiten findet und freue mich auf den Austausch dazu. Wir gehen mal zurück in die Präsentation. Genau, im Prinzip haben wir so heute jetzt angeguckt, was für Medienquellen kann ich einrichten, Audio- und Videodateien. Ich kann sie als Dauerschleife einrichten, was wir vorher schon mal gemacht haben, war der Einbau von Fenstern etc. und auch von Videoquellen, also von der Kamera. Wir haben gesehen, wir können Szenen als neue Quellenauswahl einrichten. Wir können sie automatisch oder auf Knopfdruck wechseln lassen und haben damit ganz viele Möglichkeiten, was zu basteln. Und das war es eigentlich schon mit meinem Input. Ich bedanke mich und freue mich auf den regen Austausch.